Heute decke ich das Geheimnis auf, weshalb du Olivenöl auf deinem Wasserhahn verteilen solltest. Denn dieser Trick ist wirklich Gold wert. Wie er genau funktioniert und was du unbedingt beachten musst, erfährst du in diesem Video. Denn bevor wir das Olivenöl anwenden können, müssen wir den Wasserhahn ein wenig vorbereiten. Nimm dafür einen feuchten Lappen und wische ihn gut ab. Er sollte am Ende wirklich komplett sauber sein und noch wichtiger, er sollte auch komplett trocken sein. Im nächsten Schritt schnappst du dir deshalb ein trockenes Handtuch und wischst jetzt über den Wasserhahn, bis er komplett trocken ist und kein Wasser mehr auf diesem zu finden ist. Danach ist der Wasserhahn komplett sauber und sieht wieder richtig gut aus. Doch es geht tatsächlich noch besser und dafür brauchen wir das Olivenöl. Bevor wir gleich zu den unglaublichen Vorteilen kommen, zeige ich dir, wie du es anwenden solltest. Denn du solltest nicht einfach Olivenöl auf den Wasserhahn kippen. Alles, was du brauchst, um es anzuwenden, ist ein Papiertuch. Schnapp dir also eine Papiertuchrolle, mache ein Tuch ab und falte es ein wenig zusammen. Wenn es am Ende so aussieht, kannst du es direkt benutzen. Gib jetzt eine sehr kleine Menge von dem Olivenöl hier drauf, denn wir brauchen wirklich nur sehr wenig für den gesamten Wasserhahn. Beginne jetzt damit, über den Wasserhahn zu reiben, und zwar so, dass überall eine ganz dünne Schicht von dem Olivenöl ist. Das sieht jetzt dann sehr schmierig aus und um das zu ändern, solltest du eine trockene Stelle des Tuches nehmen und damit nochmals überall über den Wasserhahn reiben. Und zwar so lange, bis du eben keine schmierige Olivenölschicht mehr auf dem Wasserhahn hast. Dadurch hast du jetzt eine sehr dünne Schicht auf dem Wasserhahn aufgetragen. Übrigens funktioniert dieser Trick nicht nur an deinem Wasserhahn am Waschbecken, sondern natürlich auch an den Duscharmaturen oder am Wasserhahn in deiner Küche. Der Effekt ist hierbei immer derselbe. Und zwar hast du den Wasserhahn jetzt versiegelt. Dadurch kann Wasser nicht mehr hier drauf haften bleiben. Du sorgst somit also dafür, dass du deutlich seltener putzen musst, da Kalk sich hier nicht mehr so schnell bildet. Kennst du schon den genialen Trick, weshalb du Klopapier in eine Dose stecken solltest und sie dann anzünden musst? In dem Video, welches ich dir an dieser Stelle verlinke, zeige ich dir, wie dieser Trick funktioniert.